Neue Folge, neues Glück. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Feuerband? Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich ganz gerne mal ein verdammtes Leuchtfeuer da unten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein bisschen dauern kann, bis wir zu so einem Ort kommen. Nun gut, wenn ich da jetzt reinlaufe, dann muss ich die Treppe runter. Ich laufe da jetzt nicht nochmal komplett den kompletten Weg und töte alles und jeden. Das war auch gerade etwas blöd von mir. Ich habe mein Schild nicht rechtzeitig hochbekommen, gleichzeitig hatte ich auch keine Ausdauer mehr, warum auch immer. Naja. Was will man tun? Was will man tun? So, da sind wir auch schon wieder. Also man kommt hier ja relativ schnell hin über den Feuerbandschrein. Wenn jetzt natürlich der noch, entzündet wäre, wäre es super. Aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Weil die Geister sind doch gar nicht... Also man muss schon passend stehen und alles. Hätte ich mir einfacher vorgestellt. Was soll's. Wichtig. So, noch irgendjemand. Jetzt oder nie. Kommt schon. Was ist das? Ach, da war ja was. Mysteriös. Hinten haben wir immer noch die Truhe. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal runterspringen, oder? Ist da was Scheißes drauf? Wie tief ist das denn? Wo muss ich denn da lang? Stimmt, da muss ich hier erstmal runter. Stimmt. Da war ja was. Ist das Wasser tief genug? Sackgesicht. Ich hätte ja fast vergessen. Was passiert, wenn ich da jetzt runterspringe? Das sieht mir ziemlich tief aus, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob das eine Illusion ist oder... Ich habe jetzt meine... Ach, scheiße. Nein. Mache ich jetzt lieber doch nicht. Ich kann das nicht abschätzen, wie tief das ist. Hinterher falle ich ins tiefe Wasser. Das ist keine gute Idee. Solange ich vor allem meine Seelen nicht wieder hab. Ja, ich habe gerade gesehen, da ist eine Leiter nach unten. Ja, vor mir Gefahrenzone. Könnte ich auch theoretisch hier lang? Nee, das geht nicht. Ich bin also gezwungen, hier durchzugehen. Okay, kommt her. Ihr Geister.
passiert eigentlich, wenn die schreit? Das bringt doch überhaupt nichts. Okay, ja, genau, hier war ich ja schon. Okay. Irgendwo hier ging doch noch eine Treppe nach unten. Hier. Da geht's wieder nach oben. Oh, eine grüne Scherbe. Okay, eine Soldatenseele. Hm. Ja, da gehe ich noch nicht hoch. Ich gehe erstmal hier in den Turm rein. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Ich hätte gern Leuchtfeuer. Ah, Kompositbogen. Wir haben aber schon den Drachentöterbogen, also, geschenkt. Ein Moment, das sieht mir danach aus, als ob man hier... Nein, doch nicht. Blödsinn. Probier es nochmal auf der anderen Seite. Auch nicht. Hm. Hier oben ist nichts mehr. Also mal runter. Gott, wo komme ich denn da hin? Ah, hier kann ich wahrscheinlich das Wasser ablassen. Das mache ich aber noch nicht. Richtung bewegt sich nicht. Ah, das funktioniert wahrscheinlich erst, wenn ich das Wasser abgelassen habe. Wo ist denn hier ein Leuchtfeuer, verdammte Scheiße? Menschlichkeit! Oh shit, nein, oh, unser Wanderflug ist vorbei, unser Wanderflug ist vorbei. Hm. Da ganz hinten war ja noch eine Treppe, beziehungsweise eine Leiter nach unten. Ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen um. Nicht, dass ich hier noch womöglich etwas übersehe. Das wäre ja schlimm, wäre das. Aha. Fluchbissring. Haben wir sowas nicht schon? Da. Verstärkt Fluchresistenz. Ja, okay. Wir haben es aber momentan überhaupt nicht mit Flüchen zu tun. Oder sind das die Attacken, die die hier durchführen? Oder ausführen? Okay. Ah, ja. Gefahrenzone vor mir. So, hier drüben war doch... noch.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich von hier aus springen kann. Was? Arschloch. Wenn ich von hier aus darüber springe, könnte das was werden, aber gibt es hier erstmal noch eine andere Seite. An der überhaupt nichts ist. Wie sieht's hier aus? Komme ich nicht weiter? Und hier? Auch nicht. Ja, und da waren wir ja sowieso schon. Ja. Entweder aber sehe ich gerade etwas. Ja, stehen wir mal nicht so rum. Oh, shit. Fuck. Ja. Auch nicht weiter schlimm, dann betätige ich jetzt gleich mal. Ja, was ist das? Die Eindämmung. Ich ziehe den Stöpsel. Das Wasser da ab. So. Ich denke mal, am Ende der Folge haben wir das Wasser abgelassen. Heißt, wer sehen möchte, wie New Londo ohne Wasser aussieht, sollte dann einschalten. Auf jeden Fall. Ansonsten haue ich hier wieder ein paar Geistern auf die Fresse. Das wird schon laufen. Ach, da drüben ist meine Seele. Oder meine Seelen. An sich ist sie ja nur eine, aber in der selber sind ja noch mehrere. Es waren nur zwei, oder? Oh, gleich zwei Wanderflüche. Wunderbar. Ich meine, irgendwo muss doch mal
dass man durch das ganze gesamte Gebiet hier durch muss, ohne ein einziges Bonfeuer zu haben, finde ich etwas eigenartig. Nun gut, es ist vollkommen machbar, ganz ohne Frage. Ist jetzt meine Seele da. So, jetzt hier nicht schon wieder runterfallen. Wenn die ein bisschen mehr geben würden, wäre das hier ein richtig geiler Farming-Spot. Ja, ich weiß, Gefahrenzone vor mir. Ja, wo sind sie denn? Mädels, ich bin zu Hause. Oh, verdammte Scheiße! Ach komm, ja, jetzt greifen die mich aus dem Boden an. Ist natürlich auch geil. Okay, da, ja, da oben war ja der Heilige. Dann laufe ich hier einfach wieder runter. So, da drüben war ja nichts. Ach genau, da habe ich ja schon das letzte Mal drauf gehauen, dass nichts passiert. Da oben geht es ja auch nicht mehr weiter. Dann kann ich tatsächlich nur noch hier mal was machen. Was passiert nun? Okay. Ach du Scheiße. Das ist groß. Kann ich den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, jetzt wird hier doch wohl irgendwo mal ein Bonfire sein. Und jetzt müsste ich eigentlich auch... Wo ist denn jetzt hier der Schalter? Ah, da. Okay, ja, das machen wir in der nächsten Folge.